Mr. Mike, mal wieder ein kleiner NBA Basketball Talk, jetzt nicht NBA an sich, aber obwohl, ja schon ein bisschen. Ich meine, Olympia 2024, dieses Jahr in Paris, nicht mehr lange hin, halbes Jahr noch um den Dreh, würde ich sagen, oder? Wann geht's los? August, September? Bin mir gar nicht so sicher. Und Team USA vor allem, ne? Die wollen zurückschlagen. Die wollen zeigen, nach der Weltmeisterschaft, wo sie ja schon ordentlich auf den Sack bekommen haben, von jeder Seite, kann man so sagen, oder? Und Deutschland Weltmeister geworden ist natürlich. Hey, die wollen natürlich zeigen, im amerikanischen Stil, wir sind die Weltmacht. Und da wollen sie natürlich die Besten der besten Spieler dieses Mal kommen lassen. Die Ausrede, finde ich, ist ja, weil sie Weltmeisterschaft nicht gewonnen haben, da sie nur mit der B-Mannschaft angerückt sind. Ne? Kann man natürlich jetzt wieder ein bisschen schönreden oder auch nicht. Klar, die Besten waren nicht dabei. Andererseits, wer sind denn noch die Besseren, die spielen können? Da habe ich jetzt einen interessanten Post gesehen, deshalb mache ich das Video. Ich werde öfter mal ein Video dazu machen, weil hey, das ist für mich 2024 mein persönliches Highlight. 2024 Olympia in Paris mit dem Team Peak natürlich für Deutschland, ihr wisst es ja, und auch für Serbien. Hier mal ein bisschen Schleichwerbung nebenbei. Ihr wisst ja, bei Peak bekommt ihr noch Rabatt auf alle Produkte. Serbien am Start, Deutschland am Start. Mit dem Rabattcode Mr. Mike bekommt ihr 10% auf alles so gut wie, ne? Deutschland-Jerseys und auch ein kleiner Insider. Zu Olympia werden die Jerseys der deutschen Nationalmannschaft gleich bleiben. Also es kommen keine neuen extra angefertigten Jerseys. Wir spielen gleich mit der Begründung, was ich sehr wichtig finde. Wir sind mit den Jerseys Weltmeister geworden. Mit denen wollen wir uns auch bei Olympia präsentieren. Wiedererkennungswert. Nicht noch wieder was Neues anfertigen oder so. Klar, könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr Geld in der einen Hinsicht machen, aber ich finde das echt eine gute Idee. Gleichen Jerseys bringen uns hoffentlich genauso viel Glück wie bei Olympia. Das ist natürlich geil. Daher, ihr müsst nicht auf was Spezielles warten, wenn, dann könnt ihr gleich was kaufen. Weil wer weiß, wie es wieder aussieht. Wir kommen ein bisschen vom Thema ab, gehe ich danach nochmal drauf ein. Jetzt nochmal zurück zu diesem Post, den ich da gesehen habe. Es ist so ein bisschen wie mit den Lakers. Ich weiß nicht, wenn du auf Instagram unterwegs bist, jede Woche wird immer angekündigt, dass die Lakers einen neuen krassen Spieler bekommen. Was aber nie eintrifft. Immer nur diese Verschwörungstheorien. Na, Verschwörungstheorie ist ein bisschen falsch. Dieses Wunschdenken. Ich weiß nicht, vielleicht leiten auch die meisten Seiten Lakers-Fans. Ich weiß nicht. Jeder will angeblich zu den Lakers. Jeder soll kommen und im Endeffekt kommt gar keiner. Weißt du, kennt ihr das? Das schon mal mitbekommen? Das ist so verrückt, Alter. Bei Team USA jetzt bei diesem Pool ist es auch so ein bisschen, wie ich finde, das glaube ich jetzt schon das zweite Mal, es haben ja noch nicht alle Spieler offiziell bestätigt, wie zum Beispiel ein LeBron James. Ein LeBron James hat noch nicht bestätigt, ist aber natürlich in dem Pool. Und ein LeBron James, finde ich, natürlich noch alt, natürlich wäre der eine Verstärkung für Team USA, gar keine Frage. In anderer Hinsicht denke ich aber wieder, für LeBron James steht mehr auf dem Spiel als für andere. Ich meine, allein dieser Gold-Status. Stell dir vor, LeBron James fährt dahin, fliegt nach Paris, möchte nochmal zeigen, wir gewinnen das Ding und gewinnt es dann nicht. Diese Vorstellung alleine. Ne? Dann bist du schon wieder aus der Gold-Debatte gut raus. Das würde seinem Image auf jeden Fall schaden. Die Vorstellung alleine. Kannst du sagen, was du willst. Würde er Gold dann nicht holen, wäre das Image schadend. Ist so ein Gedanke nur, natürlich. Ne? Bronze reicht doch wohl dem besten Spieler aller Zeiten, dem GOAT, nicht aus. Wenn du mir jetzt sagst, das würde ihm ausreichen, dann ist er nicht der GOAT, oder? Jetzt mal nur so ein bisschen am Rande. Ne? Das ist jetzt kein Hate so, aber ein LeBron James sollte es sich zweimal überlegen, ob er da hinfliegt und dann nicht Gold holt. Also der muss sich felsenfest sicher sein, dass der da Gold holen wird. Meine feste Überzeugung. Sonst sagt er nicht zu. Sonst sagt er verletzt oder sonst was. Ich meine, er ist nicht mehr der Jüngste. Er muss sich das eigentlich nicht antun. Verstehst? Du weißt, wo du auf mich hinaus möchte? Ne? Kevin Durant zum Beispiel ist im Pool. Stephen Curry, ein Embiid, Joel Embiid, hätte ja eigentlich auch für Frankreich spielen können. Hat gesagt, nein, will er nicht. Er will für USA spielen. Kann man natürlich auch so ein bisschen denken. Wieso spielt er nicht für Frankreich? Ne? Bei USA dann natürlich die besseren Chancen, würde ich sagen, auf Gold als bei Frankreich. Anthony Davis, Anthony Edwards, ja, Anthony Davis schon mal, der Glasmann,
wenn der die Season übersteht, wieder mal, kann er glücklich sein. Daher weiß ich nicht. Verletzungsbedingt natürlich. Und der Pool ist natürlich unglaublich lang, wer nicht alles dabei wäre. Ne? Kyrie Irving, Devin Booker, Damian Lillard, Paul George, James Harden, Tatum, Chris Paul, Trae Young, Jimmy Butler. Ich meine, die Liste ist schon krass. Und die NBA hat schon die besten Spieler an sich, aber wenn ich dann an das große Ganze denke, ne? Ich meine, USA hat es um einiges schwieriger, wenn sie vom amerikanischen Basketball zum europäischen Basketball wechseln. Ist für mich eigentlich auch absoluter Fakt. Nicht umsonst sagen alle europäischen Spieler, die in Europa gespielt haben und dann in die NBA kommen, sagen, es ist in Europa um einiges schwieriger, Punkte zu machen. Das Spielfeld in Europa ist kleiner. Es wird krassere Defense gespielt, ne? Die Zone wird einfach zugemacht, Zonenverteidigung natürlich, das ist was anderes. Wenn zwei Leute in der Zone stehen und du ziehst rein, da kann der beste Basketballspieler der Welt meistens nicht viel machen. Ihr wisst, was ich meine? Das ist ein krasser Unterschied. Der Molten-Spielball ist für mich auch ein Faktor, warum es die Basketballspieler in der NBA um einiges schwerer haben werden. Der Parkettboden in Europa, das sind alles so Faktoren, aber alleine der Moltenball, ich weiß noch, Lillard war das, der hat über den Moltenball extrem geschimpft. Andere sagen, es war eine Ausrede dafür, dass er halt nicht abliefern konnte, aber ich finde auch immer wieder, wenn ich einen Moltenball in den Händen habe, im Vergleich zu einem Spalding TF1000 oder einem Wilson Evo oder sonst, oder einem Mr. Mike Ball, ein Moltenball, ich verstehe das echt nicht, wenn man die Wahl hat. So, also das merkst du bei Vereinsspielern so krass, ich bin immer fasziniert und kann echt immer nur den Kopf schütteln, weil ich es nicht checke. Aber das beweist es ja auch wieder. Ein Vereinsspieler, der mit Molten im Verein aufwächst, der gewöhnt sich daran und will nur mit dem spielen. Ne? Jetzt drückst du dem einen anderen Ball in die Hand. Das merke ich immer wieder, das ist der perfekte Beweis dafür. Der hat den Spalding in der Hand, einen Wilson in der Hand, einen Mr. Mike Ball in der Hand. Der sagt immer, oh, der ist aber anders als der Molten Ball. Egal, ob der jetzt besser ist oder anders. Nein, das ist kein Moltenball. Ich möchte mit dem Moltenball spielen. Ein Vereinsspieler. Ein Vereinsspieler so krass festgefressen auf einen Moltenball. Und das ist der Beweis schlechthin, dass der Moltenball einfach auch anders ist. Der ist anders. Vom Grip her, vom Feeling her. Ich kann das nicht begreifen. Ne? Aber man kann es dann begreifen, doch wieder, weil die das halt von klein auf im Verein gewohnt sind. In Deutschland einen Verein zu finden, der nicht mit Moltenbällen spielt. Ne? Oder Europa, ich glaube Europa überhaupt. Serbien, egal wo. Italien, die spielen doch, glaube ich, alle mit Molten. Ein paar Ligen ist natürlich jetzt Wilson mittlerweile auch schon Standard. Ist in der Bundesliga gerade Wilson angesagt, Spalding noch, ich weiß es gar nicht. Ne? Wechselt ja auch wie in der NBA so ein bisschen. Aber trotzdem, die Vereinsspieler Jugend auf Molten, Mann. Und dann hast du das einfach in deinem Gefühl. Du willst ja mit nichts anderem spielen, das ist ja so verständlich. Ne? Aber es ist ja krass, das ist dann so in einem drinnen, dass man nicht mal das bessere Produkt annehmen möchte, weil, ne, Molten ist meins, ne? So in der Hinsicht. Daher, die Amis müssen sich dann erstmal wieder auf den Moltenball einspielen und das gelingt ihnen nicht immer so gut. Und ein Stephen Curry zum Beispiel ist halt auch nur ein Stephen Curry, wenn er trifft wie Stephen Curry. Wenn Stephen Curry nicht trifft wie Stephen Curry, dann ist er halt auch kein Stephen Curry. Das ist so einfach, simpel beschrieben, aber so ist einfach Basketball. Wer trifft, hat recht, ne? Wer den Flow hat, wer den Touch hat, wer sein Spiel bringen kann, der gewinnt das Ding einfach, ne? Und das ist das Schwierige für einen Ami, in Europa seinen Spielstil umzusetzen, weil, wie gesagt, der Ball ist anders, das Spielfeld ist kleiner, Zonenverteidigung, es hängt, wenn du einen Verteidiger los wirst, ne, zum Beispiel, du bist schnell, ersten Verteidiger wirst du los, aber dann steht die Helpside in der Zone drin und macht zu. Das hast du in der NBA nicht so oft wie im europäischen Basketball. Ne? Dann natürlich die Härte, die Intensivität vom europäischen Basketball. Ich muss jetzt wahrscheinlich einem richtigen Baller nicht erklären, was das für ein krasser Unterschied ist vom europäischen Basketball zum amerikanischen Basketball. Daher müssen die Amerikaner um einiges mehr liefern als der Europäer. Der Europäer ist das schon gewohnt. Ne? Luka Doncic, ein Jokic oder die Deutschen. Ich meine, wir Deutsche haben in der Weltmeisterschaft, was haben wir für ein geiles Teamplay gespielt? Hey, das nochmal auf diesem Level gegen Amerika, gegen die A-Mannschaft. Und ich sag dir, da ist alles drinnen. Da ist alles drinnen. In Deutschland wieder so mit diesem
mit diesem Teambasketball, ne? Und auch dieses die Teambasketball. Das hast du schon so oft gesehen, Jahrzehnte vom Basketball. Die Amis kommen mit unglaublich krassen Leuten am Start, aber schaffen es nicht, in einem Team zusammenzuspielen. Und das ist halt einfach egal, in welcher Sportart. Ne? Es war noch nie Voraussetzung, du schmeißt die Besten zusammen und die geben auf das beste Team aller Zeiten. Dream Team. Du kannst das Team USA, Team A-Mannschaft, kannst du nicht ein Dream tennen, egal wie. Ne? Das müssten sie erstmal beweisen, aber da würde ich fast alles drauf wetten, dass Team USA 2024 nicht das Dream Team wird. Ne? Man muss ja auch erstmal dazu werden. Du schmeißt die nicht einfach zusammen und sagst, hier ist ein Dream Team. Wer das behauptet, Alter, hat vom Basketball nicht viel Ahnung. Behaupte ich jetzt mal. Aber ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren. 2024 wird unglaublich spannend. Und stell dir vor, Deutschland wird nochmal Olympiasieger und holt Gold. Alter, was glaubst du, was dann bei Peak abgeht, Alter? Ne? Dann kannst du sicher sein, bestell dir Jerseys vor, weil dann sind die auf jeden Fall wieder ausverkauft. Das wird zu krass. Das wird zu geil. Wird natürlich mir auch geschäftlich gut tun, natürlich, weil Peak mein Arbeitgeber. Ne? Daher, ja, gönnt euch noch. Ich habe auch übrigens so viele Sachen noch am Start. Ich habe Basketball-Deutschland-Shorts für 20 Euro. Ich habe ein paar Shooting-Shirts für 20 Euro. eBay-Kleinanzeigen bin ich bei Mr. Mike am Start. Einfach mal gucken so ein bisschen, weil, ja man, oder Obst-Jerseys habe ich noch am Start mit einem Fehldruck leider, habe ich auch noch ein paar, also gerne anschreiben, Instagram, Mr. Mike Production, wenn ihr irgendwas haben möchtet, ansonsten checkt auf Peak, Rabattcode Mr. Mike angeben für 10% und gönnt euch einfach. Feedback geben, eure Meinung würde mich echt interessieren, wie seht ihr das 2024, ich werde öfter noch Videos dazu machen und ich hoffe auch, dass ich in Paris am Start bin und mir einige Spiele anschauen werde. Hey, wir sind der Sponsor der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, hier sind Weltmeister, ich meine, ich muss darüber. Oder? Ich hoffe, mein Chef guckt das Video. Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Bö.